Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über das Silent Brick System sprechen. Wie wäre es, wenn man ein System hätte, das nicht nur Backup und Archiv in einem System vereint, sondern auch Vorteile gegenüber anderen Systemen mit sich bringt, wie Transportabilität, extrem hohe Sicherheit, den Airgap, Snapshot-Funktionalität? Und natürlich die Möglichkeit, jederzeit weiterzuwachsen, mit dem Unternehmen zu wachsen und Daten von einem Standort zum anderen bequem zu transportieren. Diese Frage haben wir uns vor vielen Jahren gestellt und haben konsequent vor 5 Jahren das Silent Brick System auf den Markt gebracht. Das Silent Brick ist ein transportables Medium. Der Silent Brick besteht innen drin aus 12 Festplatten. Der Festplattenverbund sorgt dafür, dass ich auch beim Ausfall einzelner Platten keinen Datenverlust erleide. Wie man an diesem Brick sieht, versuchen wir nach Möglichkeit, unterschiedliche Festplattenhersteller oder alternativ unterschiedliche Chargen zu verbauen und können so mit unseren 12 Platten einen Ausfall von bis zu 4 Platten verkraften. Der Silent Brick ist erstmal das Medium. Den Silent Brick gibt es in unterschiedlichen Varianten. Entweder als Standard Brick, als Flash Brick mit SSDs oder als Brick mit Wurmversiegelung. Und ganz neu seit diesem Jahr, für Fälle, in denen Transportabilität nicht so wichtig ist, sondern eher die Kapazität, gibt es den statischen, stationären Silent Brick DS. Den Silent Brick betreibt man in unterschiedlichen Geräten. Wir haben zum einen das Silent Brick Single Drive als kleinste Option. Das Silent Brick Single Drive bietet Platz für einen einzelnen Brick und ist perfekt für Installationen mit kleinem Archivaufkommen. Die nächstgrößere Variante dazu ist das Silent Brick Drive. Das Silent Brick Drive unterstützt 2 Bricks im parallelen Betrieb, aber dennoch kann man auch jederzeit durch Offline-Rotation natürlich mehr Bricks nutzen. Egal, ob ich jetzt im Archiv- oder Backup-Bereich bin, egal, ob ich Daten oder Medien herausziehen und transportieren und rotieren möchte, sowohl im Single Drive als auch im normalen Drive ist das möglich. Im Silent Brick Drive kann ich nun mit 2 Einschüben unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken. Ich könnte beispielsweise in einem Einschub mein Archiv abbilden und im anderen Einschub mein Backup. Brauche ich für mein Backup entsprechend höhere Performance, bieten wir das Silent Brick Drive mit 2 Einschüben auch in der 10 Gigabit-Variante an. Geht es um mehr Datenvolumen, kommen wir zum Silent Brick Controller. Der Silent Brick Controller bietet Platz für 5 Bricks, ist erweiterbar mit Extension Shelves mit jeweils 14 Bricks, kann mit dem Silent Brick DS erweitert werden und bietet somit ein Volumen bis zu 5 Petabyte. Wichtig ist uns bei all unseren Systemen, dass wir unser Versprechen der Langzeitarchivierung und der Langzeitaufbewahrung ihrer Daten nachkommen und das zeigt sich in unserem Wartungsvertrag. Wir bieten Wartungsverträge von bis zu 10 Jahren an, die stets unter gleichen Konditionen verlängert werden können. Das Brick-System selber ist modular aufgebaut, sodass ich wirklich mit jedem einzelnen Brick, mit jedem einzelnen Einschub entscheiden kann, was möchte ich mit diesem Brick anfangen. Soll er als Tape-Emulation für ein Airgap dienen? Soll er als Backup-to-Disk-Target dienen, soll er eventuell als Archiv dienen oder, wenn ich ein Warmbrick nehme, soll es ein Langzeitarchiv werden. So kann ich wirklich modular auf alle Bedürfnisse reagieren und entsprechend meinen Speicher an jeder Stelle einfach erweitern. Wenn für Sie Transportabilität von einem Standort zum anderen Standort ein Thema ist, ist das Silent Brick ebenfalls ein optimales Medium. Durch die Transportabilität schafft man es relativ schnell, große Datenmengen, in unserem Beispiel ein Silent Brick mit 24 Terabyte, von einem Standort zum nächsten Standort zu bringen. Auch die Replikationsfunktion über weitere Standorte hinweg gibt einem die Möglichkeit, georedundant Daten abzulegen und so eine höhere Sicherheit zu generieren. Dank der entsprechenden Zertifizierung ist unser Brick-System auch DSGVO-konform und kann damit im Archivbereich optimal genutzt werden.